erste Mal, dass ich hier The Crew 2 anmoderieren darf. Die anderen Teile hatten da ja leider nicht das Glück dazu. Wir machen weiter in diesem Teil. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel der 32. der 33. Ich habe keine Ahnung. Aber wir beginnen hier mit einem Track Race. Dazu haben wir uns einen Porsche, genau genommen einen Ruf GTR gekauft. Richtig coole Karre. Damit bestreiten wir die ganzen Track Races. Und wir haben ein paar kleine Überraschungen. Schaut es euch an in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu The Crew 2. Wir machen hier mal ein paar Track Races, würde ich sagen. Es sind ja noch einige Rennen offen. Wir machen jetzt mal mit unserem Porsche. Ich weiß gar nicht genau, was für einen wir da jetzt haben. Fahren wir hier hin. Und dann gucken wir, welche CTR3 natürlich. Unser CTR3. Hier müssen wir natürlich mit der Hand schalten. Ist ja kein Problem, kriegen wir ja hin. Na, hier unser, den könnte ich mal, was war denn das jetzt gewesen? Da fährt man mal ein paar Tage nicht und hat überhaupt nichts mehr drauf an der Steuerung. Ne? Machen wir mal, so, okay. Das wird, das ist ganz schön schwammig. Na ja gut, wir haben gesehen, ist völlig egal, ob wir die Zeit einhalten, ob wir in dieser Zeit, oh, okay, Lauf 1. Ja, wir müssen hier in den grünen Bereich. Okay. Und es geht los. Und Boost. Wo ist das Ziel? Das haben wir nicht geschafft, ne? Schlecht. Bitte, guckt euch das mal hin. Punkt 60 soll ich es haben. Punkt 6018 habe ich es gehabt. Was ist denn daran? Jetzt machen wir so die Reifen wieder warm, ne? Tun wir ein bisschen, ich sag mal. Okay, perfekter Burnout. Und los geht's. Und Boost. Das ist Auto, das werden wir aber. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet. Und wir haben hier 3 Versuche Zeit. Pff, war ja noch schlechter gewesen. Ne? Gut, sagt er, okay. Dann gucken wir uns mal das dritte an. So, Gas geben. Für den perfekten Burnout. Der ist schon mal, der Burnout ist doch schon mal gut, ne? Also los, Gas geben. Und so. Boost. Aber nur Geschwindigkeit und Boost. Aber das. Das kriege ich überhaupt nicht. Das ist ja noch schlechter. Das war jetzt wirklich schlecht gewesen. Schlecht. Okay. Was sagt uns Höchstgeschwindigkeit 480? Naja gut. Und der bietet die Zeit. Der ist wirklich schwer mit der Zeit. Ach, wir sind schon da. Wir gehen in Richtung Kult 1. Na gut, wollen wir nochmal probieren? Ah, einmal probieren wir es nochmal. Ja, das ist halt auch blöd gemacht. Ne? Da guckt man und liest, denkt man sich, okay, jetzt mache ich es halt nochmal und dann zack, ist mal, fliegt mal raus aus dem Rennen. Und das ist jetzt halt nicht so schön. Ne? Okay, wir haben aber noch ein anderes Track Racing hier. Weltrekord. 3,5 Sekunden, mit was für einem Auto ist das passiert? Wahnsinn. Okay, dann schauen wir mal. Puh.
Ja, wir sehen schon die Empfehlungen hier oben, 335, wir haben 337. Das geht gerade so, wir probieren das hier nochmal aus. Das, vielleicht schaffen wir das ja. Es ist halt mit diesen Empfehlungen, was ist mein persönliches Rating, was ist die Empfehlung, das ist schon wirklich ausschlaggebend. Also wenn man da so ein schlechtes Rating hat, dann ist das natürlich nicht so gut. Ne? Hier sehen wir es, 337, empfohlen 335, das ist schon mal ganz schön knapp. Danach kann man sich ja wirklich richten, aber das heißt nicht Rating, das heißt anders. Das sage ich euch aber dann, wenn ich soweit bin. In der Garage sieht man es nämlich bei den Fahrzeugen. Und hier geht es zum, ja, keine Ahnung, ob ich mich jetzt verfahren. Das ist immer so, man verplaudert sich dann und dann findet man einen Weg, nicht immer, ist egal. Ich weiß nicht, für was die Uhr gut ist, man kommt auch so zum Start. Und jetzt machen wir es mal wieder 13 Sekunden, das ist natürlich richtig übel, ne? Also Gas geben für den Burnout, Lauf 1. Ah, die muss es so machen. Mache ich nämlich mit dem... Okay. Und... Los. Den holt er nie im Leben ein, ne? In der Zeit ist das für dich gar nicht. Wow, guck dir das mal an, ne? Ich bin da nicht so gut mit dem Fahrzeug unterwegs, das sehe ich schon. Schlecht. Ja, eine Sekunde, dann eine Sekunde. Aber wir probieren die anderen beiden auch nochmal, ist kein Ding. Also los. Da habe ich schon gedacht, ich hätte einen richtig guten Porsche hier. Der ist auch gut, aber für die Rennen, es wird langsam schwieriger, ne? Langsam perfekter Burnout ist vielleicht auch hilfreich. Die Kiste ist ewig schnell davon, ich habe keine Ahnung, was für ein Auto ist, die Vorgabe. Auf jeden Fall ist der ganz schön zügig unterwegs, ne? Das will ich mal gesagt haben. Brauche ich was anderes dann später mal, aber man muss sich alle kaufen, die Autos, ne? Das ist halt das Problem. Und man kann die Autos auch nicht verkaufen, von daher kommt auch kein Geld in die Kasse. Das ist natürlich so ein kleiner Wermutstropfen. Aber da müssen wir durch. So, schauen wir, ob wir einen perfekten Burnout hinbekommen. Ja. Perfekter Burnout und es geht los. Perfekt. Sagt unsere Anzeige. Schlecht. Sagt bestimmt gleich die Wertung. Ja, das war schlecht. Das sind ja schon 2 Sekunden. Ne? Das ist nicht gut. Aber okay. 13 Sekunden ist natürlich schon sportlich. Und da muss man natürlich auch schauen, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat, was nehme ich da jetzt für ein Auto, ne? Wenn man das jetzt schon öfters gespielt hätte und schon durch wäre und sich auskennen würde mit den ganzen Fahrzeugen, dann könnte man sagen, okay, dafür brauche ich das Auto, dafür brauche ich das Auto. Aber hier, das ist ja alles noch recht schwammig. Leistungsstufe heißt es, ne? Leistungsstufe. Das können wir hier sehen. Jetzt kommen wir weiter. Street Racing. Track Race haben wir schon gemacht. Hypercar, ne? Das ist natürlich so eine Sache. Wir können Ferrari gewinnen später. Wir können uns auch ein Auto kaufen. Kostet halt mal 1 Million oder so, ne? Ist jetzt nicht so der Bringer. Das sind die ganzen... Ah ja, Radarfalle und Flucht. Flucht, wir machen hier mit Flucht weiter. Das sind auch einige Rennen, die wir hier noch zu absolvieren haben. Da gibt es jetzt... Ja, die Vorgaben, die sind ja ganz okay. Man, ja, das passt schon. So, Flucht, Radarfalle. Radarfalle ist cool. Die machen wir auf alle Fälle durch. Und die Flucht, die probieren wir jetzt auch mal. Das wird das mit diesem roten Kreis, der sich ausbreitet. Ist so ein bisschen wie bei Fortnite, nur umgekehrt, ne? Fahr weg. Ja, okay. Da habe ich genau das richtige Auto, habe ich zum Wegfahren. Ah. Also Boost anmachen. Das ist... Ah, ich kann ja auch natürlich jedes Auto benutzen, das ich möchte bei diesen
bei diesem Rennen, okay. Aber das ist natürlich jetzt nicht das optimale Fahrzeug, ne? Wir haben immer noch den Porsche. Also den Track Racer ist hier eine schlechte Wahl. Da müssen wir gleich mal schauen, ob wir uns nicht ein anderes Fahrzeug... Halt, das habe ich jetzt falsch gemacht. Rennen wir mal zurück? Ja. Wir sehen schon alle. War jetzt gerade ganz witzig, aber so soll es eigentlich nicht laufen. Wir wählen uns ein anderes Fahrzeug aus. Und zwar für diese Jagd, dann nehmen wir, wo ist er denn? Da. Dann nehmen wir unseren SLS. Das ist dann schon mal eine ganz, was ganz was anderes. So, Haubenansicht wie gewohnt. Und dann geht es weiter mit Aktivitäten. Street Racing. Street Race. Und was ist. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Das war falsch. Test war mal gewesen. Und zwar machen wir jetzt mit der Las Vegas Radarfalle weiter. 200 Stundenkilometer sind zu schlagen. Das sollte mal kein Problem sein für uns mit dem Fahrzeug. Wäre, glaube ich, mit dem Audi auch kein Problem gewesen. Aber na, wir nehmen mal unser Mercedes. Das ist schon mal was ganz was anderes. Okay. Da vorne geht's los mit der Flucht. Fotoaufgaben mache ich keine. Und los geht's. Ja, Auto. Erreiche 200. Habe ich schon, okay, cool. Das ging jetzt schnell. Wir nähern uns langsam dem Kulting, werden wieder neue Events freigeschalten. Ist natürlich auch cool. Was ich ein bisschen blöd finde, man kann nicht zum nächsten Event switchen. Man muss einfach wieder hier rausgehen. Dann wieder auf Aktivitäten. Und dann wieder auf Test. Und dann geht es hier weiter mit der Flucht. Gut, man kann die Karte aufrufen. Geht aber auch nicht schneller. Ja. Also gut, wir wollen flüchten. Ich muss dann mal gucken, wenn ich dazwischen Flucht. Ah ja, da geht's kurvig, Berg runter. Reicht die 800 Meter. Sollte in dem Auto kein Problem sein. Im Gegenverkehr, okay. Da kurvig. Und ne, wir haben es ja gleich geschafft. Nochmal Boost einsetzen. Aufgabe erfüllt. Natürlich ist das cool, wenn man viel mehr schafft. Vielleicht sogar die Leiste voll bekommt. Das ist dann schon richtig fett. Schauen, ob wir da annähernd rankommen. Haben wir ja auch schon ein paar Mal geschafft, dass wir die Leiste komplett voll bekommen haben. Das ist natürlich schon auch gut fürs Ego, ne? Dass man mal was richtig gut gemacht hat. Und hier, es läuft und läuft und läuft. Wir sind schon weit drüber. Und jetzt geht immer noch weiter hier und bergab. Wir sind mit unserem, ja, 2303. 800 hätten wir haben sollen. Das ist natürlich schon mal richtig fett. Gibt Geld und Zuschauer und Erfahrungspunkte. 227.600 und einer folgen uns im Moment. Das ist cool. Geld haben wir auch ein bisschen. Viel zu wenig. Noch viel zu wenig. Um uns irgendwas Cooles kaufen zu können. Ich bräuchte mal ein Rallycross-Fahrzeug. Den Citroën. Wenn ihr euch daran erinnert, der kostet halt auch ein bisschen was, ne? Dann könnten wir auch Rallycross fahren, da bin ich eigentlich gar nicht so schlecht drin. Bei Dirt 4 war ich zumindest gut im Rallycross. Ob ich hier auch gut sein werde, das werden wir sehen. Radarfalle. Okay, 200. Kein Ding, machen wir. Aber im nächsten Teil. Dann geht es weiter mit der Radarfalle. Oh, da kommen jetzt gerade drei Radarfallen hintereinander. Das wird ein Spaß. Ja, und dann würde man sagen, dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da, kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.